die Navigationsanalyse Ihrer Webseite. Mein Name ist Philipp Sauer, ich bin von der INE-Magen, Sie schauen websitemarketing.ch. Wenn schon jemand auf Ihrer Webseite drauf ist, dann ist es enorm wichtig, dass er auch bleibt und das findet, was er sucht. Sonst hat sich das ganze Geld, das Sie für Online-Marketing ausgegeben haben, nicht gelohnt. Das heißt, ich muss analysieren, kommt er auf meine Landingpage, tut er das, was ich will, oder springt er wieder ab, schaut er sich noch ein paar Seiten mehr an. Das sind entscheidende Faktoren für die Leistung einer Webseite. Hierfür hat Google einen neuen Teil im Bereich Landingpage-Analyse aufgeschaltet und den schauen wir uns gleich kurz an. Ich bin hier im Bereich Content, dann Site Content und habe hier auf All Pages geklickt. Und jetzt habe ich hier oben die Möglichkeit, nebst Explorer, beim Explorer sehe ich die Landingpage-Analyse hier unten drin, das haben wir bereits einmal angeschaut, klicke ich jetzt hier auf Navigations-Summary. Scrolle etwas runter. So, nun habe ich die Möglichkeit, hier die Seite anzuschauen, die ich analysieren will. Ich bin hier auf der Startseite drauf. Ich könnte hier auch eine Teamseite auswählen. Lasse ich jetzt aber mal sein. Ich wähle die Anzahl Rows, die ich sehen möchte. Die werden im unteren Bereich angezeigt. Und sehe jetzt hier die erste Analyse. Entrances und Previous Pages. Ich sehe also, das ist unsere Startseite hier. Ich sehe, dass 75% kommen direkt neu rein. Also die waren vorher nicht auf unserer Seite. Und 25% waren schon auf unserer Seite. Das ist okay, das passt. Bei der Startseite sowieso. Jetzt, wenn ich hier rüber gehe, sehe ich, ich verliere aber von der Startseite weg 35% und 64% navigieren weiter auf meiner Seite. Das ist auch okay, könnte natürlich besser sein. Das heißt, dieser Wert hier müsste optimiert werden. Nun schaue ich mir an, woher die kommen. Die kommen beispielsweise von der E-Commerce-Seite. Jetzt als Beispiel, das sind knapp 5%, die über diese E-Commerce-Seite auf die Startseite kommen. Die meistens kommen hier über den Stellenbereich oder über das Kontaktformular. Ist natürlich ein Vorteil, wenn ich ein Kontaktformular ausgefüllt habe, wenn ich dann zurückkomme auf die Startseite und weiter navigiere. Also das mal die Einstiegsseiten, die vorherigen Seiten. Dann die Exit, die nächsten Seiten, also die Pages, die ich mir nach der Startseite anschaue, ist mal das Team, immer noch der größte Teil bei uns, dann geht es wieder um die Stellen und doch immerhin 6% kommen aufs Kontaktformular. Und wenn ich mich jetzt da weiterklicke, ich nehme mal irgendeine andere Seite, beispielsweise das Online-Marketing-Team, das ist immer so bei Dienstleistungsunternehmen, da werden sehr viel die Teams, die Leute, die Mitarbeiter, sind ja auch die wichtigsten Personen oder das Wichtigste überhaupt in so einer Unternehmung angeschaut. Da sehe ich jetzt beispielsweise, die kommen von einem anderen Teambereich, vielleicht von der Geschäftsleitung oder vom Grafikbereich, die meisten sogar, und bewegen sich dann auch wieder in den Bereichen rum, also schauen sich wieder andere Teams an, wenn ich jetzt beispielsweise auf Online-Marketing bin. Nehmen wir noch eine andere Seite, E-Commerce als Beispiel. Die meisten, die unsere E-Commerce-Seite anschauen, kommen über die Startseite, dann über die Webseite, die Mobile-Lösung-Seite und gehen dann auf die Online-Shop-Seite und Mobile-Lösungsseite. Das ist extrem wichtig. Das heißt, sie verschwinden hier nicht einfach oder gehen auf die Startseite, sondern sie navigieren weiter, wie ich das möchte. Und hierzu, scrolle ich noch mal kurz hoch, gehe ich hier auf diesen In-Page-Bereich. Das heißt, ich komme jetzt quasi auf diese E-Commerce-Seite drauf und hier wird mir jetzt angezeigt, wo die Leute wieder hinklicken. Das ist hier eigentlich ganz optimal gelaufen, denn das waren hier diese Bereiche, 21%, die sich diese E-Commerce-Seite angeschaut haben und gelesen haben, die klicken hier nachher auf unser Menü im Rechten. Das heißt, ich sehe hier, das Menü wird genutzt, die Leute finden es und klicken nicht wieder weg oder gehen wieder zurück auf Home, um da erneut zu navigieren. Das ist ganz entscheidend. Ich sehe hier die Performance einer einzelnen Seite. Bringt die mir wieder Besucher auf andere Seiten? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Lohnt sich also da mal reinzuschauen bei Google Analytics, um zu eruieren, was mit meinen Besuchern auf meiner Seite navigationsmäßig passiert. Würde mich natürlich interessieren, ob ihr das auch macht. Kommentare, wie immer hin, abonnieren könnt ihr hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INE-Marke und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.